Hallo Joachim, kannst du etwas über Vor- und Nachteile von offenen und geschlossenen Aquarien sagen, bezogen auf Fische springen, Temperatur, Gasaustausch? Ja, also springende Fische, es gibt natürlich ein paar Fische, die springen von Natur aus. Die können gar nicht anders als springen, ja, also. Was weiß ich, zum Beispiel hier die Beilbäuche. Ja, da kannst du davon ausgehen, die springen auf jeden Fall am Anfang. Vor allen Dingen, gerade wenn man sie erschreckt, die sind schneller draußen, als du gucken kannst. Was auch leicht passiert ist, wenn du offene Ecken hast. Ja, also wenn da keine Stege sind, also am Poolbecken oder bei vielen normalen Becken sind auch die Ecken offen. Und da springen also unheimlich gerne die Dornaugen raus. Ja, die machen das also unheimlich gerne. Oder überhaupt, wenn du neue Fische kaufst. Fische, die neu im Becken sind, die kennen die Verhältnisse noch nicht, kennen die Lichtrhythmen nicht und die kennen die anderen Fische nicht und die erschrecken sich also unglaublich schnell und können dann also sehr, sehr schnell rausspringen. Also dann macht es auf jeden Fall Sinn, das Becken eine Weile abzudecken, was weiß ich, eine Woche, zwei. Und ansonsten ist das Springen der Fische eigentlich ein Zeichen davon, dass die Tiere in irgendeiner Form gestresst sind. Ja, das heißt, entweder passt ihnen die Wasserqualität nicht, oder die Fische dabei und nerven sie, oder wie gesagt, also sehr häufig auch Wasserqualität. Zum Beispiel im gefilterten Aquarium passiert das viel öfter als in einem ungefilterten Aquarium. Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass also in filterlosen Aquarien die Fische eigentlich so gut wie gar nicht springen. Also äußerst selten mal.